Wir gehen nicht ins Wasser, wir gehen aufs Wasser. Für die einen ist es ein absoluter Urlaubstraum, für wenige andere hat sich's zu einer echten Passion entwickelt, das Hochseesegeln. Die österreichischen Vizemeister im Hochseesegeln kommen interessanterweise aus Tirol und das, obwohl wir ja kein Meer haben. Die Schwarzer Truppe rund um Skipper Gerd Arnold ist höchst erfolgreich auf den Meeren unterwegs. Zuletzt hat die Tiroler Crew mit ihrem Schiff sogar in Kroatien ihre erste große Regatta, den BMW Business Cup, gewinnen können. Als schnellstes Boot mit Spinnaker ist sogar das blaue Band an die Lederhosen-Segler gegangen. Martin Babs hat mit Skipper Gerd Arnold über den Premierenerfolg gesprochen. Es ist das erste Mal, dass wir tatsächlich ganz vorne gewesen sind, dass wir gewonnen haben. Jetzt darf man auch noch dazu sagen, wir haben 3 erste Plätze gefahren und einen zweiten als Streichresultat und sind dann mit Abstand allen davon gefahren. War eine super Sache. Ihr seid jetzt auch schon für die Weltmeisterschaft 2013 in Ancona qualifiziert. Das ist dann gleich einmal darauf dazugekommen. Aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, habe ich mit Herrn Vizepräsident Michel vom österreichischen Segelverband Kontakt aufgenommen. Und er hat dann mir bekannt gegeben, dass wir praktisch an der WM in Ancona teilnehmen können. Und jetzt suchen wir eben dringend einen Sponsor. Ich möchte also auch noch dazu sagen, dass wir auch mit kleinen Beträgen sehr zufrieden sind. Auch kleinere Beträge helfen. Die WM wollen wir auf jeden Fall durchziehen. Notfalls müssen wir selber in die Geldtasche greifen. Warum seid ihr als Tiroler Team so erfolgreich? Ich glaube, dass grundsätzlich egal ist, wo ein Team herkommt, wesentlich ist, dass man schaut, dass man körperlich fit ist und dass man sich viel Zeit nimmt zum Trainieren. Und noch viel wichtiger ist, dass das Team gut zusammenpasst. Die meisten sind Schwarzer. Letztes Jahr haben wir dann eben noch die 2 kroatischen Legionäre dazu bekommen. Und so hat sich dann insgesamt das Team geformt, das jetzt jedenfalls bis inklusive WM in Ancona zusammenhalten wird und da so gut wie möglich mitmischen wird. Das Boot kann man gar nicht sagen, weil es ist ein Schiff, ein ordentliches Sportgerät unter Anführungszeichen. Kannst du ein bisschen erzählen, worum handelt es sich da genau? Also wir fahren auf einer dänischen Yacht, das ist eine Rennjacht, eine X41, unsere heißt X-Side. Das Boot ist sehr schnell, das ist mit ausgezeichneten Trimmeinrichtungen versehen, das lässt sich mit 8 Mann steuern. Unterm Strich geht das Ding circa doppelt so schnell als wie eine normale Fahrtenjacht. Das kann man zusammenfassend so sagen. Die Presse ist auch schon aufmerksam geworden auf euch. Ihr habt sogar schon Kolleginnen der schreibenden Zunft mitgenommen. Da gibt es aber ganz nette Anekdoten. Diese Anekdote, die du jetzt meinst, die ist jene, dass wir jetzt beim Business Cup in Kroatien gefragt worden sind von der Rennleitung, ob wir denn eine Embedded Journalist mitnehmen würden. Dann nach einiger Zeit hat sie dann so geschaut und hat gesagt, ja, aber das ist ja völlig unspektakulär dabei. Weil da drüben kämpfen sie und da geht's zu und da Ding. Und dann haben wir gesagt, ja, ist kein Wunder, wir sind alle hinter uns. Wir sind mit Abstand in Führung. Ja, da hat er leicht lachen. Hochseesegler Gerd Arnold, der allen anderen mit seiner Crew derzeit auf und davon segelt. Ja, wir wünschen ihm und seinem Team natürlich weiterhin für die nächsten Regatten alles Gute. Jetzt die Pet Shop Boys mit einem Hit vergangener Tage. Go West.